Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir befinden uns hier auf der Karte, weil ich habe das hier wunderbar schon alles ein bisschen ausgedünnt, ne? So, wir wollen jetzt hier hin. Wir wollen gern das Fischerdorf Ohama befreien. Wir haben derzeit 4 Fähigkeitspunkte. Ich warte aber noch, bis wir die 5. auch noch erreichen, weil dann können wir uns was Cooleres aussuchen. Wir gehen am besten mal hier hin. Kein Aussehensobjekt, Herstellungsressourcen kann ich verkaufen. Aber nee, wir gehen einfach mal zum zum Lager der Überlebenden. Und ich habe schon wieder nicht angeklickt. So, da wollen wir doch hin. Andere Richtung, oder? Ach nee, davor. Was ist denn hier? Wir müssen hier lang. Ach, da brennt es schon. Also wir müssen praktisch immer dahin, wo es brennt. Das letzte Mal, also gestern, haben wir ja 3 Geiseln befreien müssen. Mal gucken, ob es heute auch wieder 3 sind. Wir werden uns erstmal 3 töten, einen Gegner mit einem Shui-Attentat. Okay, das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Da müssen wir nur hoffen, dass sich einer mal dahin stellt. Wie kommen wir denn dahin, ohne bemerkt zu werden? Okay. Oh, das ist aber sehr frei hier. Der Shui-Attentat. Stehen die hier auch wunderbar? Der läuft dahin. Der guckt aber geradeaus und der, also die gucken sich praktisch beide an. Wenn ich da einen umbringe, dann sieht man das sofort und die wollen auf jeden Fall die Geisel umbringen dann. Warum wollen die immer die Geiseln umbringen? Das ist total bescheuert. Oh, da ist auch noch einer. Eieiei. Ja, gehen am besten mal hier oben lang. Wir haben auch mal wieder was total Unsichtbares an. Okay, der rennt hier hinten rum. Wir gehen über die Terrasse da. Also, Eibenholz. Das Problem sind hier natürlich zudem noch die ganzen Adler. Ich glaube, hier sind auch Adler, oder? Hier haben wir die Terrasse, die ich benutzen wollte. Da ist er. Bis wohin läuft denn der nochmal? Läuft er bis zur Terrasse? Ruhe. Okay, also einen haben wir schon mal niedergestreckt. Jetzt wird natürlich nur, da vorne sind glaube ich 3. Reisen ein bisschen zu viel, obwohl ich kann jetzt 3 Kunais werfen. An sich wäre das sogar machbar. Oh. Nein! Ich habe ja gar keine Kunais mehr, verdammt. Das habe ich ja völlig vergessen. Wie er da hinten noch krabbelt. Ich weiß, es ist vermutlich nicht zum Lachen, aber... Okay, Shoji-Attentat, das konnten wir jetzt halt nicht machen. Oh, Rauchbombe voll, Rauchbombe voll. Ja.
Windglocke brauchen wir auch nicht. Okay. Wo ist unser nächster? Da oben. Ah, da sind Hunde. Oh. Oh Mist. Nein. In der Nähe. Wo denn? Der... Guck, ein Gegner. Oh nein, das war das Choji-Attentat, oder? Nee, ging ja gar nicht. Das war ja schon kaputt. Und mal ganz kurz hier hoch. Kunais werden halt sehr schön, aber... Wir lassen den erstmal schnell frei, bevor hier noch irgendwas passiert. So, wir schauen mal schnell hier hoch. Wir schauen wieder runter. Ach, da hätte man wahrscheinlich einen abmurkseln können. Gucken noch mal schnell hier hinten rein, bevor wir da unten den letzten... Ich glaube aber, dass mit dem Shoji-Attentat, das werden wir jetzt nicht schaffen. Nee, hier gibt es nur Haftbomben. Unser Onkel hat das recht schnell hingenommen, gell? Dass wir jetzt voll gegen das Credo arbeiten. Nicht so laut. Oh.
Hier haben wir jetzt eine brennende Bude. Kam der plötzlich hier? もうこに殺されるかと思いましたよ。奴ら、御作様の鎧を探しておりました。鍵をお譲りしましょう。今度こそふさわしい。御作の鎧、必ずや守ってみせよう。 Sehr gut. Sora, wir haben es geschafft. Wir haben ein bisschen Stahl bekommen. So, gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Hi, ich habe euch gerettet. Hier könnten wir uns ein Pferd ausleihen. Munition ist voll. Gucken wir hier rein. Irgendwie ist es immer ein bisschen... Oh doch, was liegt da? Rauchbombe, was ich jetzt wissen müssen. Okay. Mal schauen. Wir haben jetzt aus Ohama den Schlüssel bekommen. Waren wir hier drin? Brauchen wir noch 4 andere Schlüssel? Wir werden auch gleich direkt zum nächsten aufbrechen. Rauchbombe, okay. Ich kann schon auch Rauchbombe benutzen, aber irgendwie bin ich da noch nie so richtig auf die Idee gekommen, eine Rauchbombe zu benutzen. Weiß auch nicht warum. Auch wie sie hier alle ihrer Arbeit nachgehen, voll schön. Da vorne sehe ich etwas blinken. Vielen Dank für meine Mühe und meine Not. So, wir haben hier unser Prachtpferd. Ich will mal hier durchkrabbeln in der Hoffnung, wir finden ein paar Kunais. Hier finden wir gar nichts. Ich hoffe natürlich, dass wir auch einen Schlüssel bekommen würden, wenn eine Geisel stirbt. Das wäre natürlich irgendwie blöd, aber... Stellt euch mal vor, wir machen das und wir verlieren eine Geisel und dann kriegen wir einfach die Schlüssel nicht. Das wäre echt doof. So, wir schauen mal weiter. Unser nächstes Ziel ist hier oben, das Yagata-Gehöft. Ach, das sind alles diese ganzen Abschnitte, die ich schon mal vorher abgelaufen bin. Ach, da drüben auch noch, sagen wir mal hier. Kuta-Gehöft, okay. Wir reisen mal Yagata, was haben wir hier oben, Takehiki, Fischerdorf Keiji. Obwohl, wir machen ja gerade ein Fischerdorf, sollen wir vielleicht beide Fischerdörfer einfach machen? Oh, wir haben 2 Kunais, wir wollen natürlich dahin, Keiji. Machen wir jetzt erstmal beide. Oh, stimmt, hier waren wir schon öfters. Wind, zeig mir wohin. Fischerdorf ist ja meistens unten am Fluss. Also müssen wir erstmal vom Berg runter. Ach ja, da ist schon der Brand. Der gelegt wurde.
Oh, das ist aber großes Gelände. Sehr großes Gelände. Eieiei. Das sind nur Banditen. Ermorde einen Gegner von oben. Oh, Kürbisse. Das passt ja. Schläft der oder ist er wach? Sind Gegner in der Nähe? Wo? Wieso bleibt denn jetzt hier? So. Wo haben wir den nächsten? Scheinbar nur ein Dekovogel. Jetzt mal im Ernst, wo ist die nächste Geisel? Okay, ich hätte fast einen Dekovogel ermordet. Da ist die Geisel, da ist sie. Das Gute ist, ihn sehen sie, glaube ich, jetzt nicht. Thank you.
바로 요에 알았지? 待たせてしまったな。ああ、来てくださったんですね。安全なところへ。抜かれてないぞ。Okay, gut, dann kümmert sie erstmal in Ruhe absuchen. Wenn es hier was zum Absuchen gäbe, könnten wir das tun, ja. Böller. Böller. Was haben wir hier? Eibenholz? Böller, ja. Ah, wir haben volle Kunai. Das ist ja sehr schön. Da oben haben wir noch ein bewachtes Haus. Da müssen wir garantiert hin. Was haben wir hier? Schwarzpulverbombe. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn ich sowas mache, dass die Geisel auch gleich damit drauf geht. Ich weiß nämlich nicht, ob das was das irgendwie geiselmäßig hilft. Okay, hier haben wir den. Ah, wie kommen wir denn jetzt da rein? Gar nicht. Ah, da können wir dieses andere machen. Feinde in der Nähe. Die Azraga Shimbade, Orewa Ugokimase. Negium Harsinta. Okay. Die Feinde sind in der Nähe. Auf dem Dach einer? Nee. Hilf mir! Nigaste yaru.
このことは生涯忘れません。行け、達者でな。俺はずっと前から巴が気に食わなかった。Was? Wieso bekomme ich keinen Schlüssel? Das hätte genau gepasst. Wieso habe ich keinen Schlüssel gekriegt? Talisman des giftigen Ablebens. Och, ihr seid so süß. Guck doch mal, wie süß sie sind. Naja, dann haben wir halt keinen Schlüssel bekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Und bis morgen. Tschüss.